Servus und willkommen zurück zu einem neuen Gameplay-Format. Und zwar, ja, heute mal was ganz anderes. Und zwar schaue ich mir wieder mal zusammen mit einem Freund Apex Legends an. Ja, wie kommst du dazu? Ein Freund von mir hat gesehen, hat das Spiel wieder mal gespielt und hat mich so gefragt, hey, Bro, ich sehe auf Steam, du hast es auch mal gespielt. Du hast nicht mal Bock, das Spiel wieder mal zusammen auszuprobieren. Und ich dachte mir, ja, kein Ding. Dann gucke ich so, okay, zuerst gespielt, 2020 und zwar ganze 20 Minuten lang. Ja, also wie ihr euch vorstellen könnt, ist es kompletter Bot. Also ich bin da komplett lost in dem Game gewesen. Und ja, ich will jetzt einfach mal sagen, ihr könnt euch da jetzt ein, zwei Runden anschauen, wie ich da komplett überfordert war mit mir selber, mit den Gameplay-Mechanics und ja. Aber es hat auf jeden Fall mega Spaß gemacht. Es kann sein, dass da sogar noch mehrere Videos dazu kommen, weil ich einfach gerade neben Fortnite einen anderen Shooter suche und ja, ganz ehrlich, die Racing-Games sind geil, aber halt nebenbei mit Freunden noch was anderes spielen kann auch was. Und ja, ich würde mich jetzt über einen kleinen Support freuen, falls ihr davon mehr sehen wollt, falls ihr euch interessiert und ich bin auch gerne offen für Tipps in den Kommentaren. Aber ja, ich würde jetzt einfach mal sagen, viel Spaß mit Apex Legends. Lass uns mal den wie machen wir das? Heini machen. Ah ja, Left Control gedrückt halten. Ja. Also Steuerung. Achso, ich muss halten. Gedrückt halten. Ja. So, okay, mit dem haben sie mal. Wenn du dann landest, kannst du Q drücken und mit Q schießt du drei solche Granaten aus deiner Waffe aus, die dann Nebel erzeugen. Und der Nebel ist wirklich gut, also wenn du angeschossen wirst und hast keine Deckung, dann drück einfach Q nach unten und... Okay. Und du kannst jetzt, wenn du E gedrückt hältst, kannst du dich abklinken, damit du nicht genau dort landest, wo der andere auch hingeht. Ah ja. Oh Gott. Okay. Ich bin gelandet. Ich habe eine Waffe gefunden. Okay, und da drüben sind noch. Ach, Digga, ich bin so bodenlos und schieße jetzt schon jemanden ab, Alter. Oh. Was ist denn das? Habe ich eine Klasse auf? Du siehst da unten Q, du hast drei von den. Ah ja. Kann man sprinten auch? Ich merke gerade, dass wir dass wir gegen auch Anfängergegner spielen. Ja, gut so. Aber das ist eh gut so. Und du siehst auch, jede Waffe braucht andere Munition. Und du siehst eben auch die Waffen, die haben unten verschiedene Farben. Wenn du jetzt zwischen 1 und 2 drückst, hast du verschiedene Farben. Und dementsprechend ist ja auch die Munition. Und wenn du mal zu mir raufkommst. Oh, ein goldener Rucksack. Oh. Kann man sprinten auch in dem Game oder? Ja, sprinten soll eigentlich automatisch sein. Oder wenn du Shift drückst. Ah ja, ich muss Shift drücken, okay. Musst du gedrückt halten oder einmal drücken, nee, weil ich hab standardmäßig Sprinten. Das heißt, das ist angenehm. Halt mal kurz, zu mir raufkommst. Mhm. Man kann auch klettern, wenn du an der Wand gehst und glaubst, Leertaste gedrückt hältst. Schau, das sind so komische. Siehst du das Symbol bei der Kiste? Ja. Das kannst nur, wenn du ein Assault Heini spielst. Da kannst du hingehen und eher öffnet sich unten ein zusätzliches Kästchen. Ja, geh zu der Kiste. Ja, jetzt steht da zusätzliches Fach öffnen, drück E. Jetzt macht's unten ein Dings auf, wo richtig geiler Scheiß drin ist. Und wenn du Tab drückst. Ja. Drück mal Tab. Ja. Was sieht da bei dir was? Ja, Inventar. Ja, dann gehst du dahin und du kannst auch die Aufsätze ändern. Also du kannst jetzt zum Beispiel links hast du jetzt die blaue. Es geht nicht jeder Aufsatz auf jede Waffe. Ja. Aber du kannst das Visier zum Beispiel kannst du rüber auf die Alternator ziehen, dann hast du auf der anderen Waffe das Visier drauf. Aha. Das ist finde ich auch relativ geil, weil. Ja. Und du hast auch eine Ulti, das ist die in der Mitte, was gerade bis jetzt 70% aufgeladen ist. Mhm. Deine Ulti ist, du kannst so eine Art Regen schießen, also da fetzt du so Bomben runter und die explodieren nach einer kurzen Zeit. Ja. Und da ist ein Backpack, falls noch gar keiner raus. Also ich gehe mal kurz dem Mate helfen, weil er wird gerade angegriffen. Und ich treffe aber gerade überhaupt nichts.
Da hat tatsächlich jemand gerade seine Ulti geused. Ich hab einen Hit gemacht. Oh mein Gott. Ach, Digga, diese Minigun ist so geil. Ich hab einen Hit gemacht, Digga, ich bin zufrieden. Alter, ich hab keine Ahnung, welche Waffen da gut sind. Ja, ich muss sagen, das ist auch mal so eine Sache. Je nachdem. Und ich muss sagen, ich empfehle dir das Havoc, die Havoc-Dinger. Es gibt eben zwei verschiedene Arten von so Schild-Tinies. So, was für Schild-Dinger? Ich bin gerade nachgelost. Es gibt zwei verschiedene Arten von Visiere: einmal so rund und einmal so, wo es oben so offen ist. Mhm. Ich drop dir mal eins. Ich glaube, ich habe eh eins, was oben offen ist. Ach, Digga. So, das da zum Beispiel. Drück mal E. Egal. Ja, egal, das ist zum Beispiel der Rauch, siehst du. Ah, ja, okay. Werden jetzt mal Dings, ich finde die geiler, aber ich hätte das ganz gern wieder. Ah, ja, warte, Tab war das? Ja, und da kannst du einfach rausziehen. Aus dem, das war dieses. Rausziehen. Zwei Hooker. Ja, ja, das da, und du kannst, siehst du, links und rechts steht Boden, wenn du das da rein tust. Ah, ja. War das? Ja. Okay. Okay. Und es gibt auch drei verschiedene Pumpguns. Ich habe gerade die Peacekeeper, die, wenn du gedrückt hältst, den Zoom-Button, ja. Geht die Range von der. Also siehst du das. Warte, ich gebe dir die einfach mal. So. Warte, die Aufsätze behalte ich mir. Wenn du die siehst, dann geht dieser Kreis und je weiter das halt gedrückt hält. Ah, warte, kannst du wieder droppen, weil die Zone kommt gerade und. Ja, warte, das war deine Dings. Ja, nimm dir das von uns. Da hast du zum Beispiel so eine H-Cock. Nur halt Level 1. Ja, die Evolution ist auch eine ziemlich geile Waffe, aber du hast halt gerade. Aber ich muss sagen, die Rampage, die ist auch geil. Und es gibt halt eben auch verschiedene Rucksäcke. Also es gibt halt so grau, blau, episch und gold. Mhm. Und je nachdem hast du dann halt mehr Platz im Inventar. Ich habe zum Beispiel vorher gerade einen goldenen gefunden. Und mein Leben ist das einfach das links unten, oder? Ja. Da oben die Balken, das sind dann Schild. Da gibt es eben auch wieder verschiedene Schilde. Also blau hat drei Balken. Ah, by the way, da hast du wieder so eine geile Kiste, die du aufmachen kannst, glaube ich. Obwohl, nein, das schaut uns aus. Ups. Da hast du zum Beispiel eine Mosambik, das ist eine Shotgun. Ja. In Pistolform halt. Da gibt es hier verschiedene. Ups. Und da hast du so eine Termitgranate, sammel die mal auf. Termitgranate? Ja. Ja, und dann drehen wir auf die Rampage, auf deine andere Waffe, ja. Und drück mal B. Weil da ladest du die Waffe quasi auf, da schießt die Waffe schneller. So, okay. Nur ich würde trotzdem nicht unbedingt empfehlen, dir das zu machen, weil ich muss sagen, ich finde das ziemlich sinnlos. Dann lass mal zum Mate gehen, weil der wird da gerade angegriffen oder greift jemanden an. Und by the way, unser Mate ist gar nicht so schlecht. Aber es ist auch gerade ein Orientierungsmatch, das heißt, die Gegner sind ziemlich schlecht. Es ist halt einfach. Oh. Da drüben sind sie. Da kannst du jetzt zum Beispiel mal deine Pfaff. Ah, was? Die Gegner schießen auf mich. Digga, ich liebe diese Waffe, Bro. Ja, und wenn du abgeschossen wirst und keine Deckung hast, dann, wie gesagt, kannst du. Ich glaube, ich gehe die eigentlich pushen. Ach, fuck, der ist low.
Ja, da brennen wir nicht durch. Aber du könntest näher kommen, irgendwie. Das bin ich da am Boden, denkst du musst. Also musst du dir ein bisschen hin, oder? Ja, pass auf. Und du kannst mich da wiederbeleben. Die Zone macht noch nicht so viel Damage. Der hat schon ein rotes Schild gehabt, das hat ein bisschen weh getan. Ach Digga, ich bin ja gleich wieder tot. Ach Digga. So, dann heilen wir uns gleich mal was. Ich hab Hitzeschild. So. Jetzt heilen wir uns da mal kurz. Ja, gib dir normales Leben. Du kannst mit 4 auswählen und du kannst Medkits, jetzt drück 4. Ah ja. Jetzt müssen wir gleich fett laufen. Mhm. Wenn du 3 drückst, kannst du deine Waffen abwählen und kannst sprinten. Eine Minute. Der Ring ist in der Nähe. Ah. Replikator ist unterwegs. Es braucht halt ein bisschen zum Reinkommen. Ja, ja. Oh, okay. Ich keine. Ja, du hast keine blaue Muni. Aber ich auch nicht, weil ich nehme die Muni mit, die ich brauche. Ja. Oh, du hast Energie-Muni. Könnte ich die haben? Du hast keine Energiewaffe und ich habe auch nicht viel. Danke. So, dann müssen wir in die Zone in die nächste. Wenn du da auf Sliden drückst, dann slidest du da ordentlich schnell runter. Der Ring bewegt sich und wir sind alle draußen. Lasst uns so nicht sterben, okay? Körper geht im Anflug. Ha, spürt ihr den Hype, ja? Können wir schauen, ob man da irgendwie raufreden kann? Ich glaub fast nicht. Nö. Schade. Oh. Ja, nee, man kann auch auf klettern. Das Klettern ist aber Arsch. Muss aufpassen, das sind jetzt dann gleich Gegner. Wie groß ist die Distanz von meinem Special-Ding da? Also wenn ich das aktiviere. Das Y? Boah, keine Ahnung. Da kannst du das jetzt hinwerfen. Ah, ja. Ihr könnt da durchschießen, sie aber nicht, was ich weiß. Ah ja. Pass auf, mit uns der Granate, dass du da nicht willst.